Herzlich willkommen wieder zurück. Mein Name ist China und das ist The Making Draven und wir stehen hier immer noch vor diesem Tollpatsch, der dachte, ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, ruhig. Gefällt euch das, hä? Aufpassen! Ihr seid tot. Tot! Ihr könnt mich nicht schlagen. Was? Ach so. Ich werde euch in Stücke reißen. Oh, die reden über unseren Freund, den Dragon. Komm her. Fuß! Wo ist er? Er ist da runtergegangen. Treff ihn so nicht. Kommt er noch mal? Alter, wo steigst du denn jedes Mal ab, Mann? Ich muss ja hier jedes Mal hinter dir hinterher rennen. Das ist ja eine Plagerei. Ups. Wollen wir mal nach trinken. Tü. Regeneration, ja, Gesundheit. So, aber ganz kurz nehmen. Oh, warte mal ganz kurz. Ostrelation ist ganz cool. Magikan. Wieder herstellen ist auch cool. Können wir uns ja gerade wieder gegenheilen. Ey, haben wir hier echt keine Tränke, um... Alter. Endlich. Warte mal kurz.
war ja nicht alles. Stirb jetzt endlich, du alter blöder Drache, Junge. Na, endlich. Alter Schwede, war das ein... War das ein Kampf? Mein lieber Scholli. Das war ja wohl mal sehr extrem lieb. Okay, ich habe natürlich jetzt zu viel und ich habe natürlich keinen Plan, wo Draven ist. Draven, du alter Halunke. Ah, Draven. Ich bin direkt hinter euch. Sehr gut, Draven. Du musst was abnehmen. Was soll ich nehmen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall die ganzen schweren Dinge. Ihr geht vor, ich folge. Ja, meine Güte nochmal. Da dachte ich jetzt so, okay, wir werden jetzt einfach mal die Lumpi-Schlumpis da besiegen. Und scheiß der Geier drauf. Wir werden hier glatt vom Dings besorgt. Kriegen sie glatt vom einem Drachen besorgt, wollte ich schon was sagen. Muss ich darauf aufpassen, ne? Hier FS18 und so eine Scheiße. Und das, was ihr rechts oben seht, ich hoffe, das seht ihr auch, das wird mit aufgenommen, das ist halt hier irgendwie so, das Plus, denke ich mal, wird unsere Lebensanzeige irgendwo sein und der, das andere, keine Ahnung, da müsste ich noch rausfinden, was das irgendwie bedeutet. Das könnten auch irgendwelche, irgendwelche Magiedinger noch auf uns sein. Meine Fresse, da haben wir wieder eine Menge Eisen à la Minecraft. So. Juti, so. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal ganz schnell endlich nach Ivestad. Und diesmal werden wir uns, glaube ich, ein wenig anders behelfen. Was haben wir hier? Ach so, dann verlieren wir den Steiger, die Magika und so. Das ist scheiße. Blaue Magier. Okay. Das bringt uns ja jetzt gerade gar nichts. Die Lederarmschienen bringen uns nichts. Die würden uns was bringen, leichte Rüstung, aber dafür verlieren wir wieder diese Handmaids. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die jetzt irgendwo demnächst mal was Besseres kriegen. Es leckt gerade ein wenig. Und wir machen ihn mal hier zu unserem Favorite. Er hat sogar, wie gesagt, noch den... Er kann zwar Stufe 7 Verbindungsding machen. So. Kaiserlicher Bogen. Genau. Wir machen mal zu 4.
Dann drücken wir mal die Füße. Wunderprächtig. Wunderprächtig. So, das war wieder meine... Ich wollte gerade sagen iPhone. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hier lang latschen. Ah. Gut, dann minecraften wir mal ganz kurz. Ganz kurz was zurückschreiben. So, wir sehen uns hier noch die schöne Landschaft an. Und, oh, da leuchtet es auch noch. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Keiner sieht mich. Ich bin CSI Joe. Duschi, duschi, duschi. Blub, 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 blub. Oh, blub, 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 blub. Keiner sieht mich. Blub, 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 blub. Da haben wir. Aber hier haben wir ein paar Pilze. Ah ne, Staudengras, okay. Aber hier war doch. Wusste ich doch, hier hatten wir noch so ein bisschen, ne? Eisenerz. Graven? Ist Graven noch in der Nähe? So. Oh, da drüben haben wir gleich noch was. Sing Halle Minecraft. Dün, 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 dün. Sing Halle Minecraft. Dün, 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 dün. Sing Halle Minecraft. Yes, yes, yes. So, jetzt wollen wir aber auch nicht allzu lange. Oh, guck mal da. Ob wir die kriegen? Ihr eigentlich nicht ins Bogenschießen diesmal ausbauen. Aber jetzt mache ich sie platt. Yes! Wow! Volle Kanne getroffen. Mitten zwischen die Augen. da ist glaube ich noch was zu Minecraften. Hallo Hirschilein. Möchte nicht gleich abhauen. Oh, ich glaube, das war jetzt ein bisschen was anderes. Das ist. Wir sehen es gleich. Corrodium. A wonderful. Nicht nur mal Eisen. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Rüstung man mit Corrodium. Oh, Hühnchen. Corrodium braucht. Nee, das sieht mir so finster aus. Das hört sich schon so finstermäßig an. Jetzt mal ganz ehrlich. Was sich so finster anhört. Oh, Blume, Schmetterling. Das kann nichts Gutes sein. Oh, da, da. Ich weiß, Leute. Ich minecrafte ein wenig... Oh, oh, schön. Ich minecrafte ein wenig zu viel derzeitig. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber glaubt mir, die richtige Rüstung einfach in diesem Spiel zu haben, ist ja so wichtig wie das Butter auf deiner Stulle. Ja? Okay, wenn du Schmalz hast oder so, ist das natürlich doof. Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ich versuche natürlich unter allen Umständen das natürlich ein wenig gering zu halten. Nur liebt dieses Spiel halt auch von den Sachen halt.
tut mir... Ich wollte gerade sagen, du tut mir leid, Hund. Du mein... Hallo, kleiner Hirschi, tut mir leid. Ach, das war ein Elch. Tut mir leid. Nee, das Fleisch brauche ich nicht. Hallo, Iverstan. Wunderschönes Iverstan. So, das werde ich alles mal nehmen. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Alles in Ordnung? Ja, klar. Alles dufte. Was braucht ihr? Fasst das bitte nicht falsch auf. Dass ihr einfach so weggehen tut, ohne mit mir zu reden? Nein, natürlich nicht. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Ja. Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Aha, okay. Ich war schon oft im Kloster, hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Hat er nicht ihn gerade gesagt? Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Na, das wollen wir denn ja auch nicht. Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, okay. Also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe. Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Wirklich? Das mache ich. Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Okay. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Hätte ich mir jetzt auch mal... Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Okay. Seid vorsichtig dort. Juti, ja, das werde ich tun. Fisch. So. Hallo. Ich fand es immer schon seltsam, dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt. Ich weiß nicht, was dort oben ist, aber ich wette die Graubärte schon. Das glaube ich auch. Wünsche ich. So, wen haben wir denn hier noch? Meine Tochter treibt mich in den Man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis ganz nach oben schaffen könnte, ohne vor Erschöpfung zusammenzubrechen. Ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen. Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Für manche wäre das auch angebrachter. Was braucht ihr? So, wie ich glaube ich richtig sehe, ist hier... ist hier kein Schmied oder sowas. Ist natürlich ein wenig schlecht. Gehen wir mal kurz ins Gasthaus. Vielleicht können wir da einigen Schrott loswerden. Und, Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum an eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Okay, erstmal was hast du? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Blablab. Was kann ich hier verkaufen? Was ist hier noch los? Okay. Hier!
Seht euch das an! Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Mhm. Okay. Töte den Banditenführer in Bruchhelmtal. Okay. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Okay. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Das ist schön zu hören. Habt ihr zurzeit... Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt, er habe das schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Hui. Verdammter Dummkopf. Ja, das ist nicht so toll. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Nein. Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Okay. Besucht den Schrein von Azura. Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern so, dass man ganz anders aussieht. Okay. Könnt ihr das glauben? Nein, aber naja, es gibt vieles. Wo erfahre ich mehr über die Magie? Magiekundige interessieren mich nicht. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Hm. Die sind hoch im Norden in Winterfeste und das ist auch gut so. Okay. Mir gefällt es auch gar nicht, dass unser Jarl einen Hofzauberer hat. Hm. Erzähl mir mehr über das Hummelgar. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hm. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Okay. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Hm. Ehrlich. Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Okay. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschung anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Auf jeden Fall. Vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. Okay. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab. Und das war's. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Wow, der Arme. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Ja. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Ich wollte schon immer einmal die 7000 Stufen zum Kloster hochsteigen. Hm. Ich würde alles geben, um dieser öden Stadt zu entkommen. Ich beneide euch. Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Nur 5? Ich werde das Doppelte mehr bezahlen, um euch spielen zu reden. Oh, danke. Ihr seid sehr freundlich. Hättet ihr immer noch Interesse? Nein, kein anderes. Nun denn. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ach nee. Danke. Eine angenehme Reise, meine Damen. Brecht ihr bald nach Hochrodgar auf, Klimek? Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Klimek bringt ihnen alle. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht, die Gefährte werden sich bestimmt nicht beschweren. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier kurz Pause. Und... Oder warte kurz mal ab. Wir wollen noch mal ganz kurz nach Hause zu unserem Landgut. Dort werden wir dann noch ganz kurz Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Kurz verschmieden. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das aufwendige jetzt alles auch mit filme oder ob ich das schnell so nebenbei mache. Ich werde mal schauen, wie ich das mache. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Für euch ist es nur ein kleiner Moment. Für mich ist es eine Ewigkeit. Okay, jetzt haben wir genug Süßholz geraspelt. Ich sage jetzt schon mal,
Tschüssikowski und bye bye und lasst die Hände über der Decke. Mit diesen Worten verabschiedet sich Gina Willig, Mr. Yotsucker und The Last of Drave. Bis dann, wenn es wieder heißt. Ich überlege jetzt gerade, was für einen coolen Spruch ich jetzt bei Skyrim sagen könnte. Ach, scheiß da unten drauf. Bis dann. Ciao, ciao.